So, heute zu Gast Christian Herkel, CEO der AstNet AG. Herzlich willkommen, Christian. Erzähl doch mal so ein bisschen was zu dir und der AstNet AG, so dass man erstmal weiß, mit wem wir heute hier reden. Ja, hallo Dietmar, danke für die Einladung zu dem Gespräch heute. Mein Name ist Christian Häkel, ich bin 52 Jahre alt. Ich bin Vorstand der AstNet Solution AG. Wir sitzen in Karlsruhe. Wir haben zwei Geschäftsbereiche. Zum einen sind wir der größte Partner in Deutschland für Softwarebeschaffung für Universitäten und Hochschulen. Das ist eines unserer Business Units. Und auf der anderen Seite ermöglichen wir es Herstellern international zu verkaufen. Das heißt, wir machen die Warenkorbabwicklung für hauptsächlich Softwarehersteller für ihren internationalen Online-Vertrieb. Was macht das so besonders, eure Lösung? Weil ihr seid ja schon eine Speziallösung in beiden Bereichen, ne? Genau, also im akademischen Umfeld ist es so, dass wir neben dem reinen Reselling von Softwarelizenzen viele Prozesse auf Universitätsseite abdecken. Das heißt, Genehmigungsprozesse, Softwareverteilung, Inkassoprozesse, also gerade die Abbildung von Rahmenverträgen und die ganzen Services hintendran im akademischen Umfeld ist da eine unserer großen Stärken. In unserer zweiten Business Unit, in der E-Commerce Solution Suite, wo wir, wie gesagt, international für Namen der Hersteller verkaufen, ist es wirklich das Thema die Internationalität. Also internationales Steuerhandling, die unterschiedlichen Sprachen, die wir in den Shops haben, aber auch die lokalen Bezahlmethoden. Also dass der ganze Kaufverhalten wirklich auf die lokalen Bedürfnisse des Kunden angepasst. Kannst du so ein bisschen mal was aus so ein paar interessanten Projekten erzählen? Ich meine, wir haben mal zusammengearbeitet vor, das ist schon fast 10 Jahre her, das war mal ein HBO-Projekt, da war es auch gerade sehr international. Was sind denn so die typischen Kunden? Kannst du da was nennen? Also tatsächlich liegt ein großer Schwerpunkt auf Softwarekunden, Softwarehersteller, und große Kunden auf unserer Seite sind zum Beispiel die Firma Cyperlink, die kennt man in Deutschland durch ihre Software Power DVD oder ihre Video-Editier-Software. Dann haben wir einen großen Kunden Steinberg. Steinberg ist eine Tochter von Yamaha, die sich fokussiert haben auf Musiksoftware. Also das setzen ja, professionelle Musiker und Tonstudios ein, um dann wirklich auch Schon das High-End in dem Bereich, ne? Also ich High-End meine, in dem Bereich, genau. Also das ist so, sind so Kunden, aber grundsätzlich im E-Commerce-Bereich sind es hauptsächlich Softwarehersteller aus unterschiedlichen Bereichen. Das können auch Security-Hersteller sein. Und da sehen wir natürlich auch einen ganz klaren Trend, dass es geht immer mehr natürlich zur digitaler Bereitstellung der Software. Kaum ein Hersteller bietet heute noch physische Produkte an. Und dann natürlich auch das Subscription-Modell ist im Bereich von Software immer relevanter. Und da unterstützen wir halt auch Hersteller, gerade wenn sie von einem Lizenzmodell von Perpetual-Lizenzen zum Beispiel auf Subscription umwandeln wollen. Das heißt, und euer Vorteil ist halt gegenüber vielen anderen Lösungen, dass ihr das halt, ihr könnt das in Asien machen, ihr könnt das in den USA und in Europa, ne? Und das halt mit Kompetenz der Wissen vom Markt, vom Inkasso, vom Bezahlmethoden und so weiter. Genau, also wir sind da nicht auf einen bestimmten Markt fokussiert, sondern das ist wirklich eine weltweite Lösung. Unsere Kunden sitzen auch verteilt. Also wir haben europäische Hersteller, mit denen wir zusammenarbeiten, aber auch Hersteller aus Asien oder aus den USA. Aber was alle gleich haben, ist, sie wollen weltweit verkaufen. Kannst du denn so ein bisschen, hast du einen bestimmten Trend gesehen? Hat sich diese Digitalisierung, die ja in Deutschland einfach rasant nach vorne gegangen ist, das weltweit genau im selben Maße erweitert? Kann man da irgendwie Trends sehen? Gibt es mehr Umsätze tatsächlich in Asien oder ist das überproportional in den USA gewachsen? Weißt du da irgendwas? Also man kann natürlich zum Beispiel sagen, wenn ein Subscription-Modell zum Beispiel eingeführt wird, dass es Länder gibt, die so ein Subscription-Modell eher annehmen als andere. Also in Deutschland zum Beispiel, wir sind sehr reserviert gegenüber Abos, sage ich mal. Der Begriff Abo hat in Deutschland ja auch schon einen negativen Touch. Das ist in anderen Ländern nicht so, also speziell in den USA. Also Also die hatten das keinen sehen wir natürlich. Bertelsmann-Club.
Bitte? Die hatten keinen Bertelsmann Bertelsmann-Club. Club, genau. Ja. Also da sehen wir schon lokale Unterschiede. Gerade wenn Hersteller tun sich natürlich oft schwer, wenn sie so ein Lizenzmodell einführen. Manche machen das, ich möchte es mal nennen, ein bisschen halbherzig, dass sie beide Optionen anbieten. Und wenn der Endkunde dann die freie Auswahl hat, dann entscheidet sich so der typisch deutsche Endkunde dann doch eher auf einmal bezahlen, lieber ein bisschen mehr zu bezahlen. Und der amerikanische Endkunde ist da viel offener zu sagen, ich schließe ein Abo ab. Kannst du denn auch diesen Trend, ist das auch immer noch so, dass, du hast gerade USA genannt, dass in den USA viel mehr Kreditkartenzahlungen sind wie in Europa? Oder ist das, hat sich der Trend mittlerweile eigentlich normalisiert, sodass wir in Deutschland das genauso machen? Oder sind es eher Bezahldienste wie PayPal, die mehr genutzt werden? Also PayPal nimmt deutlich zu, das in den letzten Jahren. Das muss man klar sagen, sowohl in Deutschland, also wie in Europa, wie auch wie in den USA. PayPal ist jetzt natürlich nicht präsent im asiatischen Raum so extrem. Kreditkartenzahlung ist tatsächlich etwas, was in den USA stärker eingesetzt wird als in Europa. Und dann gibt es natürlich in Europa noch lokale Bezahlmethoden. Wenn wir jetzt zum Beispiel an die Niederlande denken mit iDEAL, was es natürlich auch nochmal etwas spezifischer macht. Also USA ist weiterhin stark Kreditkarten- und PayPal-lastig, während in Europa, sage ich mal, die Variationen von unterschiedlichen Bezahlmethoden immer noch größer ist. Wenn ich jetzt also als deutscher Hersteller zu dir komme und sage, ich möchte jetzt ganz gerne wirklich weltweit verkaufen, ich möchte jetzt nicht nur diese kleinen Schritte machen und jetzt mal, wir gehen in die Dachregion, dann gucken wir mal, ob Frankreich oder England was für uns ist, sondern wir wollen wirklich, weil es ja ein digitales Produkt ist und ich habe ja Zahlung und so ein bisschen Legal, das sind ja die einzigen beiden Hemmnisse, die ich da habe. Ne? Und Steuern, das sind so, oder gibt es noch viel mehr Hemmnisse, die ich haben könnte, um mit euch halt jetzt ein digitales Produkt halt tatsächlich relativ schnell weltweit ausrollen zu können? Also es gibt tatsächlich ist, du hast Steuer so in einem Nebensatz erwähnt. Für mich ist das eines der kritischsten Themen. Ja, weil in unserer Dienstleistung zum Beispiel, da agieren wir rechtlich als der Merchant of Record, also als der Verkäufer. Das heißt, wir sind komplett verantwortlich für die korrekte Besteuerung. Und dieses Steuerthema, das war schon immer komplex und wird immer komplexer. Immer mehr Staaten führen Steuern ein. USA ist ein ganz extremes Beispiel natürlich, die das vor 2, 3 Jahren angefangen haben einzuführen und dann natürlich auch unterschiedlich pro Staat. Und diese Pro Staat Steuerberechnung. oder ist es dann halt so bei der Mehrwertsteuer, das ist halt so wie wenn ich vor Ort bin, habe ich es ja sogar auf County-Ebene teilweise und Straßenzüge Genau. unterschiedliche Steuern, ne? Ja, also auf Bundesstaat. Ja, und zum Teil in den USA ist es tatsächlich so, dass es runtergeht auf Straßenebene. Ja, also der Nachbar, der in der Parallelstraße wohnt, kann tatsächlich andere Steuersätze haben. Und das ist wirklich extrem. Es ist nicht immer so, also zum einen muss es natürlich technisch implementiert werden. Das noch kritischere Thema ist aber auch das Monitoring. Das heißt, wenn ich das als Hersteller selber machen würde, wie will ich weltweit monitoren, in welchem Staat sich gerade die Steuersätze Also das ist ändern? sozusagen dann auch ein Service, den ihr damit übernimmt. Das heißt, ich bekomme dann von dir sozusagen das Geld nach Steuern wieder oder wie sieht das aus? Genau, also wir sammeln das Geld ein. Wir sind ja rein rechtlich der Verkäufer. Ja? Das heißt, wir sammeln auch die Steuern ein und wir führen auch die Steuern ab. Und unsere Hersteller bekommen dann letztendlich das eingesammelte Geld netto. Abzüglich einer Fee, die für unseren Aufwand. Aber wenn ihr der Verkäufer seid, dann muss ich mich ja auch gar nicht um das Legal-Thema mehr kümmern, weil ihr seid ja dann derjenige, der in den USA oder in Asien verkauft. Das heißt also, ihr macht das ja alles in meinem Auftrag, ne? Ich muss euch gegenüber sauber auftreten und ihr prüft das und gebt das dann weiter in den Markt. Oder wie sieht Genau, das also aus? der Hersteller muss uns letztendlich bestätigen im Vertrag, dass er das Recht hat, die Lizenz an uns weiter zu verkaufen. Und wir verkaufen es dann an den Endkunden. Und wo wir das dann verkaufen, letztendlich, das ist dem Hersteller, da hat er keine Obligation mehr. Ja, also er muss sich nicht drum kümmern, was muss ich beachten, wenn ich an einen indischen Endkunden verkaufe, was muss ich beachten, wenn ich an einen japanischen, taiwanesischen oder Kunden aus den USA verkaufe.
Das heißt, muss ich denn dann, übernehmt ihr dann auch zum Beispiel die Übersetzung ins Indische oder muss er das dann für euch machen? Oder wie stelle ich mir das vor, wenn ich jetzt sage, oh Christian, ich möchte jetzt, dass wir mit den Indien, Australien und den USA nächsten Monat launchen. Und ich habe hier erstmal meine deutschen Texte. Was muss ich machen? Muss ich was tun oder was tut ihr dann? Also unser Checkout-Prozess, also die Warenkorbabwicklung, die steht in 31 unterschiedlichen Sprachen zur Verfügung. Mhm. Das heißt, die Sprachen kann man einsetzen. Das deckt alle relevanten Sprachen ab. Mhm. Und je nach Kundenanforderungen, wir haben dann natürlich einen Standardtexte und die können dann pro Kunde individuell angepasst werden in den einzelnen Sprachen. Mhm. Ah. Und kannst du jetzt so einen noch größeren Trend gerade sehen in den letzten Jahren oder im letzten Jahr, dass ihr mehr Kunden bekommt, dass andere nochmal diesen neuen Weg gehen in den Vertrieb und auch weltweit? Oder sagst du, das ist ein stetiges Wachstum, aber es hat sich eigentlich während der Pandemie nicht großartig was geändert? Also es sind jetzt keine neuen Softwarehersteller emporgekommen, mit die jetzt neu sind. Wir sehen natürlich einen starken Trend an das Direktgeschäft, gerade im Softwarebereich, also dass immer weniger über den lokalen Handel natürlich geht, aber auch über Value-Added-Distributoren. Die Hersteller, was ihnen wichtig ist, ist natürlich, dass sie auch eine Endkundenbeziehung aufbauen. Und das ist möglich, obwohl ihr der Verkäufer seid? Das heißt also, den Kunden ownt ihr auch oder wird der Kunde dann von demjenigen, dessen Software ihr da vertreibt, geownt? Also was den Kauf betrifft, ist das unser Kunde, mhm. aber der Kunde, dadurch, dass er ja dann auch im Installationsprozess sehr oft anklickt, dass er die AGBs akzeptiert, hat auch der Hersteller Zugang zu den Kunden. Mhm. Und dadurch, wie gesagt, gibt es einen viel engeren Draht von den Hersteller zum Kunden. Der Hersteller kann natürlich seine Marketingaktionen viel zielgerichteter ausrichten, da er weiß, was hat denn der Kunde im Einsatz. Und da sehen wir schon einen Trend hin. Wie gesagt, dass der Hersteller sagen möchte, ich möchte mehr Kontrolle über meine Kunden haben, ich möchte mehr mit meinen Kunden kommunizieren, ich möchte es auch nicht unbedingt Dritten überlassen, mit meinen Kunden zu kommunizieren. Das ist für viele Hersteller wichtig, einfach auch um Upsell-Potenziale zu identifizieren. Ja, verstehe ich. Das heißt also, der Trend ist ja digital auch noch viel einfacher als der bei den Handelsgütern, ist der Trend ja auch zu verspüren, aber noch schwierig. Also in einigen Bereichen ist das schon vollzogen, bei anderen ist es noch schwierig. Ne? Wenn wir ehrlich sind, diese hängen noch zu sehr, sie machen heute 80% mit dem Handel und 20% machen sie direkt. Und die haben Angst, ne? wenn ich jetzt 100% da wegmache, dann verliere ich ja die 80, das kann ich nicht auffangen, die in der Zwischenzeit. Ne? Obwohl das ein Trugschluss meiner Meinung nach ist. Aber im Digitalen ist das anscheinend schon ein bisschen weiter, weil auch wenn ich Software kaufe oder mich für Software interessiere, ich habe kaum noch im Handel auf den Zug die Möglichkeit, das überhaupt zu kaufen, wo ich sonst gesucht habe, sondern ich schaue bei digitalen Produkten fast immer, lande ich auf der Seite des Herstellers. Ja, das ist der eine klare Trend. Auf der anderen Seite natürlich wollen, und ich sehe es auch ein bisschen in der Kombination mit Subscription-Modelle. Der lokale Handel kann durchaus, wenn er die Beratungsqualität hat oder eben auch Zugang zu den Kunden, immer noch Mehrwerte liefern. Dadurch, dass Hersteller mehr auf Subscription-Modelle gehen, ja, ist natürlich auch immer die Frage und die Verlängerung der Subscription meistens dann eben auch über den Online-Shop abläuft, ist natürlich auch immer eine Herausforderung, wenn ich als Hersteller den Mehrwert des Handels sehe, wie kann ich dann auch den Handel partizipieren lassen an der Verlängerung? Weil wenn der Handel nicht partizipiert an der Verlängerung, dann ist er auch nicht interessiert, ne, zu verlängern. Ja. Ja, das und da ist natürlich auch etwas, wo was wir sehen, wo wir gewisse Logiken einbauen, um zum Beispiel zu identifizieren, wo kam denn der initiale Kauf her, damit der Hersteller dann auch die Möglichkeit hat, zum Beispiel einen Incentive an den lokalen Reseller abzutreten. Also das hängt immer davon ab, welchen Mehrwert der Hersteller im lokalen Handel sieht. Ja? Mhm.
Und da sehen wir einen klaren Trend hin. Für diejenigen, die es wichtig ist, die wollen dann auch eine gewisse eine Vergütung für die Reseller sicherstellen. Christian, was ist der Bereich Software und digitale Produkte leuchtet mir total ein. Jetzt gibt es aber noch einen ganz anderen Trend, und zwar der gerade im deutschen Mittelstand, der sozusagen ein Trend, der versucht wird, dort, wo ich heute Hersteller bin von Produkten und die Marktsituation sich gerade extrem ändert, weil es ist ein sehr leichter Markteintritt möglich von Firmen aus China mittlerweile. Ja, die können auch innerhalb von 4 Tagen liefern und auch Kleinstprodukte liefern oder auch hochwertige Produkte mittlerweile. Man hat immer gesagt, früher diesen China-Schrott, das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Ich meine, es gibt schon, aber es gibt halt, wir haben sehr, sehr viele Kunden bei uns halt auch zum Beispiel in dem Bereich Edelstahl, Halbwerkzeuge oder sowas oder Automobilzulieferer und so weiter. Da kommt die Qualität aus China teilweise wirklich sehr gut mit. Und jetzt habe ich den deutschen, habe ich einen Mehrwert eigentlich, den man mir geklaut hat. Also das Patent ist ausgelaufen, ne? Häufiges Thema, und ich kann jetzt ja machen. Jetzt überlegen viele, ich verkaufe doch lieber mal einen Service. Das heißt also, ich kann doch das, was der Chinese nicht so gut kann. Ich habe 45 Jahre Erfahrung pro Ingenieur bei mir. Ich habe 150 Ingenieure in meinem Unternehmen. Das kann ich doch auch verkaufen. Da habe ich doch ein digitales Produkt eigentlich, weil ich einen Service, eine Dienstleistung über das Netz verkaufe. Könnte ich denn sowas auch eigentlich mit euch ausrollen, sodass ich eine Alternative zum reinen Produktgeschäft, was immer schwieriger wird? Ja, wenn ich nicht zu viel Added Value und nicht USP genug habe, ne, das hast du bei einer Schraube nachher nicht. Ja? Also eine Schraube ist eine Schraube. Aber es gibt so viele verschiedene Schrauben, habe ich letztens gelernt, dass du wissen musst, welche Schraube schraubst du wo rein und was tut diese Schraube über die Zeit auch, nicht nur in dem Moment, wo du sie reinschraubst. Und, das ist eine ganze Philosophie, und da kann man eine Dienstleistung draus machen, habe ich gelernt. Also, dass man hingehen kann, ich verkaufe so eine Dienstleistung und die kann ich ja, das ist jetzt was anderes, ne? Schraubenmüller aus Sindelfingen kann diese Dienstleistung ja auch, wenn er Englisch spricht, auch in Südamerika verkaufen. Wäre das auch AskNet eine Plattform, um sowas dann zu digitalisieren? Ich meine, mit den Schrauben liefern wird schwierig, weil du musst so ein Paket Schrauben erstmal durch die halbe Welt transportieren. Aber den Service dazu, hättet ihr dann auch die, oder ist das was anderes, wieder legal-technisch was völlig anderes? Also erstmal, wir könnten auch die Schrauben durch die halbe Welt transportieren. Wir haben ehrlich, habt ihr sowas wie die Distributionslager weltweit oder sowas, oder zumindest auf jedem Kontinent, oder wie läuft sowas dann? Ja, also wir haben... Ein Paket von Sindelfingen nach Papua-Neuguinea, oder? Tue ich das dann? Also, ist nicht... Tatsächlich ist das auch so. Also wir haben, also viele unserer Hersteller haben tatsächlich auch einen kleinen Anteil an physischer Ware. Mhm. Ja, also Steinberg, so als Beispiel, die arbeiten tatsächlich auch noch mit einem Dongle, das sind die gerade am Umstellen, aber da bestellt man zu der Software auch einen Dongle, den wir weltweit liefern. Oder wir haben eben... Liefert ihr den dann aus Karlsruhe heraus? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also wir haben ein Logistik-Netzwerk. Also wir haben 3 Logistikzentren. Eins in Asien, eins in Deutschland. Also nicht bei uns im Office, aber in Deutschland. Und eins in den USA. Ah, okay. Und von diesen 3 Logistikzentren beliefern wir eben dann die Hauptwerke. Oder du hattest vorhin das Beispiel HBO genannt noch aus, als wir zusammengearbeitet haben. Da haben wir einfach auch On-Demand-Hersteller angebunden von Merchandise-Artikeln. Also der Auftrag wurde über uns generiert. Mhm. Wir haben dann eine Schnittstelle zu dem On-Demand-Hersteller und der hat dann ausgeliefert. Ja? Also sowas ist über uns natürlich auch möglich. Also das war das eine Thema. Okay. Ich bin ein bisschen abgekommen von dem, was du initial gesagt hast. Das andere ist natürlich dieses Service-Thema. Auch das wird immer wichtiger. Ja, also es gibt ja auch Service-Abos, und bei Service-Abos, das ist ja rein technisch nicht viel anderes wie eine wiederkehrende Zahlung. Natürlich können wir das auch abwickeln. Die zusätzliche Optionen bei uns, es geht ja auch immer mehr in SaaS-Services grundsätzlich. Auch das wird über uns abgewickelt. Ja. Und deshalb durchaus auch Service-Dienstleistungen, Überwartungsverträge. Das ist ja ein totaler... Die Dienstleistung muss dann der Hersteller bringen. Das ist da. Du wirst dann nicht an die Schrauben beraten später. Okay. Genau.
Christian, die Zeit ist schon weit über der Normalzeit, wie wir die Interviews hier führen. War aber hochspannend. Hat mich auch gefreut. Ich glaube, dass das so den einen oder anderen, der so überlegt, wie kann man den internationalisieren, dass ihr da ein spannendes Modell habt. Ne? Das ist etwas anders wie die anderen Mitbewerber und ja durchaus vielleicht ein echt guter Einstieg. Das haben wir gerade gehört, selbst wenn ihr sogar Lagerkapazitäten in den USA und Asien habt, das Kaufgeschäft abwickelt, das sind ja ganz viele Probleme, die ich sonst als Markteintritt habe, ja schon eigentlich gelöst. Ne? Das heißt, als Internationalisierungspartner habt ihr da doch den einen oder anderen Asset, den kein anderer erstmal liefern kann. Definitiv. Also wir wollen, dass unsere Kunden sich auf ihr Produkt fokussieren können, dass sie sich auf die Vermarktung ihres Produkts fokussieren können und wir dann der Dienstleister sind, der sie von allen Obligationen frei hält, die rund um den internationalen Kaufprozess aufbauen. Also dann bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch mit dir und ich hoffe, dass der ein oder andere dann für sich so ein paar Zukunftsbausteine daraus finden konnte. Wie kann ich mein Business nochmal nach vorne bringen? Danke, Christian. Bedanke mich auch recht herzlich, Dietmar. Wir hoffen, Ihnen hat diese Folge gefallen. Vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren. Wenn Sie noch mehr Spannendes zu diesem Thema erfahren möchten, bestellen Sie noch heute den Bestseller Digitale Revolution. Bis zum nächsten Mal, euer D-Commerce-Blog.